Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. In seinem ersten Brief stellt Johannes sehr interessante Behauptungen auf. Und er macht sehr interessante Feststellungen, die auch für uns heute und vielleicht gerade für uns heute von wichtiger Bedeutung sind. Ich habe die Predigt mit Erkenntnis und Wissen tituliert. Und wie Johannes diese Worte gebraucht, besteht hier ein sehr großer Unterschied. Ein Unterschied, den man vielleicht gar nicht so erkennt, wenn man den Brief flüchtig durchliest. Zunächst einmal müssen wir verstehen, warum überhaupt Johannes diesen Brief geschrieben hat. Er hat ihn geschrieben, um gnostische Ideen zu widerlegen. Zum damaligen Zeitpunkt hatten Gnostiker Einlass gefunden in die Kirche und hatten da Lehren verbreitet, die leider auch heute noch im traditionellen Christentum sehr geläufig sind. Aber es waren falsche Lehren. Und Johannes schrieb den Brief, um die Kirchenmitglieder darauf vorzubereiten und daran zu erinnern, dass wir die Wahrheit anerkennen müssen und nicht falsche Lehren, die durch falsche Lehrer in die Kirche gebracht wurden. Zunächst einmal hatten die Gnostiker die Idee, dass nur das Geistige total gut sei und alles Fleischliche total falsch, total böse. Und aufgrund dieser Idee behaupteten sie, dass Jesus Christus keineswegs im Fleisch gekommen sein könnte. Er war nach wie vor Gott, ein Geistwesen scheinbar, das hier auf Erden lebte. Er konnte nicht im Fleisch gekommen sein, weil er damit zu einem bösen, total abgrundtief bösen Wesen geworden wäre. Und Johannes wehrt sich natürlich gegen diese falsche Idee und zeigt deutlich, dass die Inkarnation, die Tatsache, dass Jesus Christus, der Gott war, Fleisch wurde, in der Tat der Bibel entspricht. Und dann hatten die Gnostiker die Idee, dass es nicht darauf ankommt, wie man eigentlich lebt. Allein wichtig war die Wahrheit, das Wissen, die Erkenntnis. Und das bedeutete, dass man so leben konnte, wie man wollte. Das spielte gar keine Rolle. Und auch da wehrt sich Johannes entschieden dagegen, weil er sagt, dass Wissen, das richtige Wissen und Lebensweise zusammengehören. Man kann das eine nicht vom anderen trennen. Er macht deutlich, dass wenn wir das Wissen haben und aber nicht danach leben, dies für uns sehr schädlich ist, keinerlei Vorteil bringt. Und ich möchte heute nun einige dieser Stellen im ersten Johannesbrief mit Ihnen diskutieren und möchte Ihnen zeigen, wie wichtig diese Aussagen für uns heute sind. Denn schauen Sie, Gnostiker gibt es auch heute noch. Das griechische Wort, das da mit hineinwirkt, Gnosis, bedeutet ja Wissen. Und so gibt es viele heute, die meinen, sie hätten das Wissen. Aber leider sind sie Agnostiker, mit anderen Worten Menschen, die eben das Wissen nicht haben. Nun, im ersten Johannesbrief gebraucht Johannes zwei verschiedene Worte. Und wir müssen verstehen, dass diese Worte eine unterschiedliche Bedeutung haben, denn sonst können wir nicht unbedingt begreifen, was Johannes uns hier sagt. Die zwei griechischen Worte, die er benutzt und die mit erkennen oder wissen übersetzt werden in der deutschen Lutherbibel, das sind die Worte ginosko und oida. Ginosko, das schreibt man G-I-N-O-S-K-O und oida schreibt man O-I-D-A. Und wie wir noch sehen werden, übersetzt Luther in den meisten Fällen das Wort ginosko mit erkennen und das Wort oida mit wissen. In den meisten Fällen, aber nicht immer. Aber es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Worten. Die Vines Expository Dictionary of New Testament Words, eine englisch-amerikanische Ausgabe, erklärt uns, dass das Wort ginosko einen Prozess darstellt. Es beginnt mit etwas, die Erkenntnis beginnt und die Erkenntnis nimmt dann mehr und mehr zu. Wohingegen das Wort oida die absolute Vollkommenheit des Wissens darstellt, das Endprodukt sozusagen. Also das eine Wort beschreibt einen Prozess, das andere Wort beschreibt
das Endresultat dieses Prozesses. Und das muss man verstehen, um zu erkennen, was uns Johannes sagen will. Zum Beispiel im Johannesbrief, im Johannesevangelium, in Johannes Kapitel 8, benutzt er beide Worte. Aber in der Lutherbibel kommt das nicht so klar zum Ausdruck. Johannes Kapitel 8, und schauen wir uns die Verse 54 bis 55 einmal an. Johannes Kapitel 8, die Verse 54 bis 55. Jesus antwortete: Wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr kennt ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte, ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner, wie ihr seid. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Nun, hier in der Lutherbibel wird in beiden Fällen mit ich kenne ihn oder ihr kennt ihn übersetzt, aber im Griechischen stehen hier verschiedene Worte. Ich möchte hier einmal aus der Mengebibel vorlesen, die zumindest den Unterschied in der Wortwahl deutlich macht. Johannes Kapitel 8 und Vers 55 in der Mengebibel. Da wird nämlich wie folgt geschrieben: Dabei habt ihr ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte, dass ich ihn nicht kenne, so würde ich euch gleich sein, nämlich ein Lügner. Schauen Sie, die Mengebibel zumindest übersetzt zunächst einmal erkannt und dann kennen. Da ist natürlich ein Unterschied vorhanden. Und der Unterschied ist der, dass im Griechischen zunächst einmal das Wort ginosko steht. Ihr habt ihn nicht erkannt. Und Christus sagt, aber ich kenne ihn. Und da steht das Wort oida. Also er sagt, ihr habt noch nicht einmal begonnen, Gott zu erkennen. Ihr habt noch nicht einmal angefangen zu verstehen, was eigentlich Gott ist. Aber ich kenne ihn total, vollständig, vollkommen. Ich kenne ihn durch und durch. Und er sagt das im Hinblick auf diesen Aspekt. Ich kenne ihn und halte sein Wort. Schauen Sie, dies ist deutlich gemacht hier, dass das Kennen Gottes, die Erkenntnis, die totale, vollständige, vollkommene Erkenntnis Gottes, Hand in Hand gehen muss mit dem Halten der Gebote. Wenn wir Gottes Gebote nicht halten, können wir Gott auch nicht kennen. Und wenn wir sagen, wir kennen ihn und wir halten seine Gebote nicht, so sagt uns Johannes später auch, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Genau das, was Christus hier sagt. Ich möchte noch eine weitere Stelle hier vorlesen. Im Markus-Evangelium, Markus Kapitel 4. Markus Kapitel 4 und in Vers 13. Zunächst einmal auch hier wiederum die Lutherbibel, die ungenau übersetzt. Er sprach zu ihnen: Versteht ihr dies Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Er spricht hier von dem Gleichnis vom Sämann, der sät und die Saat fällt auf dornigen Boden, auf felsigen Boden und auf fruchtbaren, guten Boden. Und hier, wie gesagt, sieht es so aus, als ob Christus eigentlich in beiden Fällen von dem gleichen Verständnis ausgeht, aber das ist keineswegs der Fall. Die Elberfelder Bibel beschreibt dies auch ein bisschen anders in Markus Kapitel 4. Ich möchte die Stelle kurz aus der Elberfelder Bibel vorlesen. Markus Kapitel 4 und in Vers 13. Zumindest wird hier deutlich, dass zwei verschiedene Worte benutzt werden. Denn hier heißt es, er spricht zu ihnen: Begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Also hier werden zwei verschiedene Worte im Deutschen gebraucht und das ist auch richtig. Denn im Griechischen stehen zwei verschiedene Worte. Er sagt, versteht ihr nicht dieses Gleichnis? Und hier wird das Wort oida gebraucht. Mit anderen Worten, Christus fragt die Jünger, versteht ihr dieses Gleichnis nicht vollständig? Habt ihr nicht vollständiges, vollkommenes Wissen im Hinblick auf dieses Gleichnis? Und dann fährt er fort zu sagen, ja, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen? Aber hier benutzt er das Wort ginosko.
Mit anderen Worten, wenn man das Gleichnis vom Sämann nicht vollständig begreift, kann man auch nicht einmal beginnen, die anderen Gleichnisse zu verstehen. Der Zusammenhang ist wiederum deutlich. Dies ist ein fundamentales Gleichnis, eine fundamentale Lehre, die Christus hier zum Ausdruck bringt, im Gleichnis vom Sämann. Und er sagt, wenn er das noch nicht einmal total und vollständig versteht, könnt ihr noch nicht einmal die anderen Gleichnisse begreifen. Und alle die Gleichnisse, die er hier vorbringt, handelten vom Reich Gottes. Und er wollte erklären, was mit dem Reich Gottes gemeint ist. Und mit diesem Hintergrund fangen wir nun einmal an, einige Stellen im 1. Johannesbrief uns anzusehen. 1. Johannes, Kapitel 2. Und Vers 3. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 3. Und denken Sie daran, wie ich eben schon sagte, warum überhaupt Johannes diesen Brief geschrieben hat. Er sagt hier in 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 3, und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. In beiden Fällen, wo das Wort merken hier gebraucht wird und wo das Wort kennen hier gebraucht wird, steht im Griechischen das Wort ginosko. Ein Prozess wird hier beschrieben. Mit mehr und mehr Gehorsam erkennen wir auch mehr und mehr die Wahrheit über Gott. Daran erkennen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wie ich schon eben sagte, diejenigen, die heute lehren, Gottes Gesetz sei abgeschafft, die Gnostiker, die gelehrt haben, es kommt nicht darauf an, wie wir leben, es kommt nur darauf an, dass wir das Wissen über Gott haben. Johannes sagt, die verstehen nichts über Gott. Die erkennen Gott überhaupt nicht, noch nicht einmal im Anfangsstadium. Und er sagt, wenn wir allerdings die Gebote mehr und mehr halten, werden wir mehr und mehr Gott kennenlernen. Denn schauen Sie, das Gesetz Gottes ist eine Reflexion seines Charakters. Es heißt, Gott ist gut und es heißt, sein Gesetz ist gut. Es heißt, das ist Gottes Liebe, dass wir seine Gebote halten. Man kann diese Dinge nicht voneinander trennen. Die Gnostiker wollten dies tun. Viele Protestanten heute wollen dies tun. Die uns sagen, wir brauchen lediglich an den Namen Jesu Christi zu glauben, dann sind wir gerettet. Es kommt gar nicht darauf an, wie wir leben. Das ist eine falsche Lehre, die Johannes eindeutig hier widerlegt, wie wir das im Einzelnen noch sehen werden. In 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 4 fährt er dann fort zu sagen, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Auch hier steht das Wort ginosko im Griechischen, wo es heißt, wer sagt, ich kenne ihn. Mit anderen Worten, jemand, der Gottes Gebote nicht hält, hat noch nicht einmal begonnen, Gott zu erkennen. Er hat noch nicht einmal damit angefangen, die Wahrheit Gottes zu erkennen. Und Johannes sagt, wer es trotzdem sagt, ich kenne ihn, aber seine Gebote nicht hält, sich weigert, seine Gebote zu halten, andere lehrt, die Gebote seien abgeschafft, der ist ein Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in einem solchen Menschen. Stellen Sie sich einmal vor, dass heute jemand zu Ihnen sagt, oh, ich kenne Gott, Halleluja, lassen wir uns Gott preisen und ehren. Oh, aber die Gesetze, die Gebote Gottes sind abgeschafft. Den Sabbat halten? Ach, das ist längst abgeschafft. Der ist ein Lügner, sagt Johannes deutlich. Der hat noch nicht einmal begonnen, den Charakter Gottes zu erkennen. Er hat noch nicht einmal begonnen, den Charakter Gottes in seinem Leben zu entwickeln. Fahren wir fort in den Versen 5 und 6 in 1. Johannes Kapitel 2. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen. Warum? Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Auch hier wird das Wort ginosko gebraucht. Wir erkennen,
dass wir in ihm sind. Eine Entwicklung wird dargestellt in dem Maße, wie wir Gottes Gebote halten. Je mehr wir gehorsam sind, je mehr werden wir nicht nur die Wahrheit über Gott erkennen, sondern auch die Tatsache, dass Gott in uns lebt durch seinen Heiligen Geist. Die Umkehrung ist natürlich auch richtig. Wenn wir Gott nicht gehorsam sind, können wir nicht in Wahrheit erkennen, dass Gott in uns lebt, weil Gott nicht in uns lebt. Wie wir noch sehen werden. Wenn wir sogar den Heiligen Geist erhalten haben, uns dann aber weigern, Gott zu gehorchen, wird uns der Heilige Geist letztendlich wieder genommen werden. Und Gott wird dann nicht mehr in uns leben. In 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 11. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Schauen Sie, das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und die 10 Gebote werden unterteilt in Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Wenn wir den Nächsten lieben, dann werden wir ihn nicht umbringen. Dann werden wir keinen Ehebruch begehen mit der Frau oder dem Mann des Nächsten. Dann werden wir nicht von ihm stehlen und so weiter und so fort. Wenn wir das tun, dann lieben wir den Nächsten nicht, dann hassen wir den Nächsten. Denn entweder lieben sie ihn oder sie hassen ihn. Und Johannes sagt hier, wer seinen Bruder hasst, der lebt nach wie vor in der Finsternis. Der wandelt in der Finsternis und er weiß nicht, wo er hingeht. Interessanterweise wird hier, wo es heißt, er weiß nicht, wo er hingeht, das griechische Wort oida gebraucht. Aber im negativen Sinne. Mit anderen Worten, er ist total vollständig blind. Er weiß überhaupt nicht, was eigentlich mit ihm geschieht, was er eigentlich tut in seinem Leben. Er ist vollkommen blind. Wenn wir unseren Bruder, unsere Schwester hassen, sind wir, laut Johannes, vollständig blind. Und wir wissen nicht, wo wir hingehen. Wir wandeln in der Finsternis. Keinerlei Zukunft, keinerlei Hoffnung, keinerlei Licht, das uns scheint. In 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 13 bis 14. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und, schauen Sie, das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. In all diesen Fällen, wo das Wort kennen hier gebraucht wird, steht im Griechischen das Wort ginosko. Auch hier wird wiederum ein Prozess beschrieben. Wir kennen ihn, wir lernen ihn mehr und mehr kennen, der von Anfang an war, wenn wir das Wort Gottes in unserem Leben halten. Wenn wir uns bemühen, den Bösen, ja Satan, den Teufel, zu überwinden. Ein Prozess wird hier beschrieben. Schauen Sie, wenn Sie zu Gott kommen, dann kennen Sie ihn eigentlich noch nicht so richtig. Wenn Gott einen zieht, wenn Gott einen beruft, dann beginnt er sich allmählich einem solchen Menschen gegenüber zu offenbaren. Jemand, der neu ist im Glauben, sollte nicht meinen, er hat die gesamte Weisheit, die gesamte Erkenntnis bereits schon erhalten. Er muss in der Erkenntnis Gottes wachsen. Dazu gehört auch, dass man nicht übermäßig stolz wird über das, was man vielleicht schon weiß, sondern dass man begreifen muss, dass man mehr und mehr Gott gehorsam sein muss, wenn man ihn wirklich kennenlernen will. Wenn man wirklich seinen Charakter in seinem Leben formen will. Und so lesen wir hier in 1. Johannes Kapitel 2 und in Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Eine bessere Übersetzung wäre hier,
eine letzte Stunde. Es geht hier nicht um die Endzeit, es geht hier nicht darum, dass Christus bald zurückkommen wird, als Johannes dies schrieb. Aber es war eine wichtige Stunde, von der er hier spricht. Es ist eine letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass, das heißt hier, der Antichrist kommt, auch das ist nicht richtig übersetzt, das Wort der steht nicht im Urtext. Wie ihr gehört habt, dass Antichrist kommt. Es geht hier um einen Geist, nicht unbedingt um eine Person. Wie ihr gehört habt, dass Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Es geht um den Geist des Antichristen. Es geht darum, dass Menschen kommen werden, damals schon im Zeitpunkt von Johannes, auch heute noch, die ganze Geschichte hindurch und auch noch in der Zukunft bis hin zur Wiederkunft Christi, die etwas lehren werden, was dem, was Christus gelehrt hat, nicht entspricht. Die werden zum Beispiel sagen, das Gesetz ist abgeschafft. Es kommt nicht mehr darauf an, so zu leben, wie Christus gelebt hat. Die werden zum Beispiel sagen, Christus kam nicht im Fleisch. Der war nach wie vor Gott. Und als er starb, da war er nicht wirklich tot. Denn Gott kann ja nicht sterben. Die werden auch sagen, Christus hat nicht im Fleisch die Sünde überwunden, sondern, wie auch immer, vielleicht hat er sie gar nicht überwunden. Schauen Sie, der Antichrist, die Lehre des Antichristen ist eine Lehre, die dem, was Christus gelehrt hat, total entgegensteht. Johannes würde auch später noch sagen, dass Menschen kommen würden, die würden einen anderen Christus predigen. Paulus sagte dies auch. Ein anderes Evangelium, einen anderen Christus. Nicht den Christus, den Johannes und Paulus gepredigt haben. Nicht den Christus, der in der Bibel gelehrt wird. Sondern einen anderen Christus. Einen Christus, der gekommen war, das Gesetz seines Vaters abzuschaffen. Obwohl Christus sagte, glaub nicht, ich bin gekommen abzuschaffen. Sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen, um den Sinngehalt des Gesetzes deutlich zu machen, um das Gesetz noch mit mehr geistlichem Sinn zu erfüllen. Er hat ja gesagt, ihr brecht das Gesetz nicht nur, wenn ihr jemanden tötet, ihr brecht es bereits, wenn ihr jemanden hasst, weil Hass Voraussetzung ist für Tod und Mord, für Totschlag und Mord. In 1. Johannes Kapitel 2 lesen wir die Verse 20 bis 22. Aber vielleicht noch kurz gesagt, wir erkennen, wir beginnen mehr und mehr zu erkennen und zu begreifen, wo der Geist des Antichristen ist. Am Anfang, wenn Gott uns beruft, mag man das vielleicht noch nicht so richtig erkennen, in allem Umfang. Aber man wächst in diese Erkenntnis hinein und deswegen gebraucht Johannes hier auch das Wort Gnosko im Zusammenhang. Aber nun 1. Johannes 2, die Verse 20 bis 22. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Und ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner? Wenn nicht einer, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Das ist der Antichrist. Also jeder, der leugnet, dass Jesus Christus unser Heiland ist, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. In allen diesen Stellen hier, die wir gerade gelesen haben, in 1. Johannes 2, die Verse 20 bis 22, wo das Wort Wissen gebraucht wird oder ihr wisst, oder es ist nicht so, dass ihr die Wahrheit nicht wüsstet. In allen diesen Fällen wird hier das Wort Oida gebraucht. Nicht das Wort Gnosko, sondern Oida, das vollständige, vollkommene Begreifen und Wissen. Aber achten wir hier auf den Zusammenhang. Was meint Johannes hier? Schauen Sie, er spricht über die Tatsache, dass Jesus Christus unser Heiland ist, der uns erlöst hat von dem ewigen Tod, wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir unsere Sünden bereuen, wenn wir das Opfer Jesu Christi anerkennen, wenn wir es auf uns anwenden, wenn wir Vergebung der Sünden erlangen, wenn wir uns taufen lassen und den Heiligen Geist, die Salbung, von der Johannes hier spricht, erhalten. Alles das bedeutet
vollständiges, vollkommenes Wissen in dem Zusammenhang. Für einen Christen darf es da überhaupt keine Frage geben. Für einen wahren Christen darf es gar keinen Zweifel daran geben, dass Christus unser Heiland ist, unser alleiniger Heiland, dass es keinen anderen Namen gibt unter dem Himmel, der uns gegeben ist, damit wir gerettet werden können. Für einen Christen darf es keinerlei Zweifel daran geben, dass Christus im Fleisch gekommen ist, dass er im Fleisch die Sünde überwunden hat, dass er gestorben ist, dass er 3 Tage und 3 Nächte lang im Grabe war. Tod, dass Gott der Vater ihn auferweckt hat von den Toten, dass er jetzt Gott ist, wie er Gott war, bevor er Mensch wurde. Alles dies muss für einen Christen total vollkommenes Verständnis sein. Und nur der Heilige Geist, der den Christen gegeben ist, kann einem dieses Wissen schenken. Wie viele Menschen heute kennen Sie, die da irgendwo Zweifel haben, die sogar in Frage stellen, ob Christus wirklich so geboren ist, wie die Bibel es beschreibt. Die nicht wissen, wer oder was Christus eigentlich war. Die meinen, Christus war sowohl Gott als auch Mensch, vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Auch eine falsche Lehre. Denn es heißt, das Wort Jesus Christus, der Logos, der Sprecher, wurde Fleisch, vollkommen Mensch. Sicherlich hatte er Gottes Geist in sich wohnen, aber er wurde vollkommen Mensch. Und daher konnte er im Fleisch die Sünde überwinden. Daher konnte er sterben. Schauen Sie, für einen wahren Christen muss dies absolute Gewissheit sein. Und deswegen gebraucht Johannes hier die Worte, Uida, ihr wisst das, ohne allen Zweifel. Die Frage ist, wissen wir das? Oder haben wir nach wie vor Zweifel? Manche meinen, Christus hat vor seiner Geburt als Mensch gar nicht existiert. Andere meinen, Christus war vor seiner Geburt als Mensch ein Engel. Andere wissen nicht, was Christus eigentlich hier getan hat. Andere meinen auch, es gibt viele Wege, die uns die Seligkeit bringen. Andere meinen, wir brauchen heute das Gesetz nicht mehr zu halten. Christus kam, um es abzuschaffen. Schauen Sie alle diese Irrtümer, die da herumfliegen, die uns von dem wahren Wissen zu Gott und Christus trennen. Schauen wir uns 1. Johannes Kapitel 2 an und Vers 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer recht tut, der ist von ihm geboren. Hier werden beide Worte gebraucht. Zunächst einmal, wenn ihr wisst, wiederum, Oida im Griechischen, das absolute, totale, vollkommene Verständnis. Ihr wisst das ohne allen Zweifel. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist. Keinerlei Zweifel darf bestehen, dass Jesus Christus im Fleisch die Sünde überwunden hat. Er hat niemals gesündigt. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, wie wir noch sehen werden. Er hat niemals gesündigt. Er war sein ganzes Leben hindurch als Mensch gerecht und er ist natürlich heute, da er Gott ist, total, absolut, vollkommen gerecht. Und das müsst ihr wissen, sagt Johannes. Da darf es keinerlei Zweifel geben. Aber wenn ihr das wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch. Hier wird dieser Prozess zum Ausdruck gebracht, denn hier steht das Wort Gnosko. Ihr erkennt dies mehr und mehr, dass wer recht tut, der ist von ihm geboren, besser gezeugt. Im Griechischen steht das Wort genau, das sowohl gezeugt als auch geboren bedeuten kann. Denn auch das bezieht sich auf einen Prozess. Wenn wir den Heiligen Geist erhalten, dann sind wir vom Geist gezeugt. Und dann müssen wir uns mehr und mehr in die Vollkommenheit hinein entwickeln. Und wenn wir dann zum Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, wenn wir gestorben sind, auferstehen oder wenn wir noch leben, verwandelt werden, dann sind wir wieder geboren. Nicht vorher. Und so ist es hier besser zu übersetzen, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch mehr und mehr, dass wer recht tut, der ist von Gott gezeugt. Denn wissen Sie, letztendlich können Sie nicht Richtiges tun. Es sei denn, dass Gottes Geist in Ihnen wohnt. Ich möchte dies kurz aus der Mengebibel vorlesen, wie das hier übersetzt wird, in 1. Johannes Kapitel 2 und in Vers 29. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 29.
wie das die Mengebibel bringt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch zugleich, dass jeder, der die Gerechtigkeit übt, aus ihm erzeugt ist. Also wir übersetzen hier richtig erzeugt. Wir sind noch nicht geboren, aber wir sind durch den Geist Gottes gezeugte Kinder Gottes, wenn wir den Geist Gottes in uns haben. In 1. Johannes Kapitel 3, zurückkehrend zur Lutherbibel, in Vers 1 heißt es: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Wenn wir Gottes Geist in uns haben, dann sind wir bereits heute schon gezeugte Kinder Gottes, nicht wiedergeborene Kinder Gottes. Wenn wir wiedergeboren wären, dann würden wir bereits Geistwesen sein. Aber wir sind bereits gezeugte Kinder Gottes. Und so sagt er: Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. In beiden Fällen wird hier das Wort Ginosko gebraucht. Schauen Sie, Johannes sagt hier: Die Welt kennt Gott nicht. Die Welt kennt Jesus Christus nicht. Die hat noch nicht einmal begonnen, Gott, den Vater und Jesus Christus zu erkennen. Die haben keinerlei Vorstellung von dem, was Gott wirklich ist. Und er sagt uns: Die Welt kennt Gott nicht, und so kennt die Welt auch uns nicht. Die Welt hat auch noch nicht einmal begonnen zu erkennen, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir Nachfolger Jesu Christi sind, dass unsere Lehren den Lehren Jesu Christi entsprechen. Die hat das noch nicht einmal begonnen zu verstehen. Deswegen benutzt er hier das Wort Ginosko. Er fährt fort zu sagen in Vers 2: Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Die Welt versteht das nicht, hat noch nicht einmal begonnen es zu verstehen, aber wir wissen es, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir sind immer noch Fleisch und Blut. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, man kann auch übersetzen, wenn er offenbar wird, wenn Jesus Christus sich offenbart bei seiner Wiederkunft, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, in seinem geistigen Zustand. Sie können heute, wenn Sie noch Fleisch und Blut sind, und Sie alle sind noch Fleisch und Blut, Gott nicht wirklich sehen. Es sei denn, er manifestiert sich in irgendeiner Weise zu uns. Aber wenn er wiederkommt, wenn wir auferweckt werden, wenn wir verwandelt werden, werden wir ihn sehen, wie er ist. Weil wir dann Geistwesen sein werden. Und Geistwesen können andere Geistwesen natürlich sehen. Aber schauen Sie, er sagt: Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, wenn er offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein. Hier benutzt Johannes wiederum das Wort Oida. Wir haben keinerlei Zweifel daran. Wir sind vollkommen, total, völlig davon überzeugt. Wir wissen das, ohne allen Zweifel, dass wir Jesus Christus gleich sein werden. Das ist etwas, was die meisten sogenannten Christen heute überhaupt nicht wissen, überhaupt nicht verstehen, überhaupt nicht erkennen. Die Tatsache nämlich, dass das Reich Gottes eine Familie ist, die zurzeit aus Gott dem Vater und Jesus Christus besteht, aber auch aus bereits gezeugten, noch nicht geborenen, aber gezeugten Kindern Gottes, die Gott gleich sein werden, wenn Christus zurückkommt. Wir wissen das ohne allen Zweifel, sagt Johannes hier. Wie ich sagte, die meisten Menschen haben keinerlei Ahnung, dass es das Potenzial des Menschen ist, Gott zu werden. Ein Mitglied der Gottfamilie zu werden. Ein wiedergeborenes, neugeborenes Geistwesen, das Gott ist, zu werden. Schauen Sie, das war immer schon das Ziel, die Absicht Gottes. Im Anfang der Bibel heißt es, dass Gott sagt: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Hier sagt Johannes, das wird in der Tat geschehen. Wir werden ihm gleich sein. Er sagt, wie wir das Bild des irdischen Menschen getragen haben, Adam, so werden wir das Bild des himmlischen Menschen, Jesus Christus, tragen. Wir werden Christus gleich sein, und Christus ist das Ebenbild Gottes des Vaters.
Wir wissen das. Als wahre Christen wissen wir das. Die meisten Menschen heute haben noch nicht einmal begonnen, dies zu verstehen. Aber Johannes sagt, da darf es keinerlei Zweifel geben. Aber er sagt noch mehr. Er sagt in Vers 3, und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Der reinigt sich. Der sieht zu, dass er den Bösen überwindet, dass er die Welt überwindet, dass er seine eigene Natur überwindet. Der will so werden, wie Christus ist. Der will so leben, wie Christus gelebt hat. Der reinigt sich. Weil wir wissen, dass wir Christus gleich sein werden. Nicht nur von unserem äußeren Erscheinungsbild her, sondern auch von seinem Charakter her. Wir sollen ja vollkommen werden, wie Gott, der Vater im Himmel, vollkommen ist. Reinigen wir uns, weil wir dieses Wissen haben. Oder haben wir das Wissen und es hat keinerlei Bedeutung für unser tägliches Leben? In Vers 4 fährt Johannes fort zu sagen, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. So übersetzt es Luther hier. Die Menge Bibel und die Elberfelder Bibel übersetzen, wer Sünde tut, der begeht Gesetzlosigkeit. Denn Sünde ist Gesetzlosigkeit. Die Zürcher Bibel übersetzt, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Alles das ist eigentlich richtig übersetzt. Denn wenn wir sündigen, dann übertreten wir das Gesetz. Wenn wir sündigen, leben wir in Gesetzlosigkeit. Wenn wir sündigen, begehen wir Unrecht. Alle Gebote Gottes werden als Gerechtigkeit definiert. Es gibt keinen Raum für Sünde. Schauen Sie, Johannes sagt uns hier, wenn wir wissen, dass wir Christus gleich sein werden, dann reinigen wir uns von aller Sünde. Aber wer nach wie vor Sünde tut, der übertritt das Gesetz. Der begeht Gesetzlosigkeit. Der lebt in Unrecht. Hört sich nicht so an, als sei Christus gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Schauen Sie den Irrsinn dieser falschen, total verdammungswürdigen Idee. Nein, wenn Sie nach wie vor das Gesetz brechen, dann leben Sie in Gesetzlosigkeit. Dann reinigen Sie sich nicht. Und was hat dann das Wissen, dass Sie Christus gleich sein werden, dann für eine Bedeutung für Sie, für Ihr tägliches Leben? Fahren wir in den Versen 5 und 6 fort. 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 5 und 6. Wenn ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Ich lese es noch einmal. Und ihr wisst, hier wird das Wort Oida gebraucht. Ihr habt da keinerlei Zweifel. Ihr wisst das vollkommen. Ihr wisst es, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. In ihm ist keine Sünde. In ihm war keine Sünde. In ihm ist keine Sünde heute. Er kam, um die Sünden von uns wegzunehmen. Wodurch? Dass er für uns starb. Der Sünde Sold ist der Tod, aber er starb für uns, sodass wir diesen Tod nicht mehr sterben müssen, wenn wir unsere Sünden bereuen, die uns dann vergeben werden, und wenn wir uns bemühen, nicht wieder weiter zu sündigen. Und wenn wir sündigen, dann sagt uns Johannes, dann haben wir einen Fürsprecher, der uns nach wie vor von Sünde reinigen kann, wenn wir diese Sünde erneut bereuen. Aber es kann nicht um eine Praxis gehen, dass wir uns gar nicht darum kümmern, ob wir sündigen oder nicht. Wie die Gnostiker das meinten, die sagten, ja, soweit wie wir wissen, wer Gott ist, obwohl die auch ein falsches Verständnis von Gott hatten, da kommt es gar nicht darauf an, wie wir leben. Nein, er sagt, ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Vers 6. Wenn er in ihm bleibt, oder wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Und hier wird wiederum das Wort Ginosko gebraucht. Wer sündigt, hat noch nicht einmal begonnen zu verstehen, wer und was Christus ist.
Wer meint, er könne nach wie vor sündigen, wer meint, das Gesetz sei abgeschafft, er könne das Gesetz brechen, ein bisschen Ehebruch hier, ein bisschen Mord da, ein bisschen stehlen, ein bisschen lügen, der hat noch nicht einmal begonnen, Christus zu erkennen. Das ist das, was Johannes uns hier sagt. Wie viele meinen Sie wohl, die sich heute Christen nennen, sind wahre Christen im Hinblick auf das, was Johannes uns sagt? Es geht hier nicht, wie ich sagte, um einen zeitweiligen Fall sozusagen, dass man also von der Sünde überführt wird, dass man der Sünde nachgibt. Darum geht es nicht. Es geht um den Weg der Sünde. Es geht darum, sind wir nach wie vor bereit, den Weg der Sünde zu praktizieren? Oder wollen wir die Sünde ablegen? Und wenn wir dann hin und wieder straucheln, dann ist Gott nach wie vor da und Jesus Christus ist nach wie vor da, uns die Sünde zu vergeben. Aber zunächst einmal muss man wissen, was Sünde ist. Und wenn man heute meint, man könne zum Beispiel den Sonntag halten, man brauche den Sabbat nicht mehr zu halten, dann begehen wir Sünde. Denn was ist das vierte Gebot? Du sollst den Sabbat heiligen. Nirgendwo sagt uns die Bibel, wir müssen den Sonntag oder sollten den Sonntag heiligen. Das ist eine Erfindung der römisch-katholischen Kirche, den Sabbat zu ersetzen mit dem Sonntag. Aufgrund von Antisemitismus und aufgrund der Tatsache, dass man die Heiden, die bereits schon den Sonntag hielten, in die Kirche hineinbringen wollte. Die Bibel sagt uns nichts darüber. Genau genommen verbietet sie uns, den Sabbat durch den Sonntag zu ersetzen. Das ist Sünde. Die meisten gutgläubigen Menschen heute, die am Sonntag in die Kirche gehen, wissen keineswegs, dass es Sünde ist. Gleichwohl sagt uns die Bibel, es ist Sünde. Das Gesetz gebietet uns, den Sabbat zu halten. Und dieses Gesetz besteht nach wie vor. Und wer das Gesetz in einem Punkt übertritt, wie Jakobus uns sagt, der übertritt es in allen Punkten. Und der Sünde sollt ist der Tod. Und Christus ist für sie gestorben, weil sie das Gesetz übertreten haben, damit sie leben können. Das müssen wir wissen. Da darf es keinerlei Zweifel in unserem Leben geben, dass wir meinen, wir könnten da so ein bisschen Kompromisse schließen. Das ist nicht so wichtig in Gottes Augen. 1. Johannes Kapitel 3, angefangen in Vers 14. Wir wissen, 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder, die Geschwister. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Schauen Sie, in beiden Fällen, wo das Wort Wissen hier gebraucht wird, steht in der Tat das griechische Wort Oida, das vollkommene, absolute, totale Wissen. Und wo er sagt, in Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, da steht das Wort Ginosko. Der Prozess wird hier wieder angezeigt. Es geht darum, dass wir absolut wissen müssen, dass wenn wir unseren Bruder hassen, dann haben wir kein ewiges Leben bleibend in uns. Schauen Sie, wenn uns der Heilige Geist gegeben wird, wird uns damit das ewige Leben gegeben, in dem Sinne, dass wir nun eine Anwartschaft haben auf das Heilige, auf das ewige Leben. Solange wie der Heilige Geist in uns ist, haben wir die absolute Garantie, dass wenn Christus zurückkommt, wir das ewige Leben erhalten werden. Aber wenn wir nach wie vor den Weg der Lüge gehen, den Weg des Hasses gehen, den Weg der Gesetzlosigkeit gehen, dann wird uns der Heilige Geist wieder genommen werden. Das heißt, kein Totschläger hat ewiges Leben bleibend in sich. Und Johannes sagt, das wisst ihr, das müsst ihr wissen, da gibt es keinerlei Zweifel darüber. Deswegen benutzt er hier das Wort Oida, absolutes Wissen. Und er sagt, und wir wissen auch, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, weil wir nämlich Vergebung für unsere Sünden erlangt haben, weil die Strafe für unsere Sünde, der Tod, von uns weggenommen worden ist durch Jesus Christus. Auch da darf es keinerlei Zweifel geben. Und er sagt dann in Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt. Schauen Sie, die Liebe erkennen bedeutet mehr und mehr das Verständnis der Liebe Gottes in unserem Leben zu begreifen. Wie begreifen wir es?
Nun, indem Christus sein Leben für uns ließ, so müssen auch wir unser Leben für die Geschwister lassen. Das muss nicht unbedingt buchstäblich gemeint sein. Das kann auch sich auf Dinge beziehen, dass man möglicherweise nicht unbedingt etwas jetzt gerade für jemand anderen tun will, aber man weiß, dass man es machen muss, weil sich dadurch unsere Liebe dem anderen gegenüber deutlich zeigt. Das ist eine Erkenntnis, die uns dann immer mehr und mehr gegeben wird. Deswegen gebraucht Johannes hier die verschiedenen Worte. In Vers 18 fährt er fort, 1. Johannes 3 und Vers 18. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und der Wahrheit. Daran erkennen wir. Wiederum hier wird das Wort Ginosko gebraucht. Wir erkennen dies mehr und mehr. Wir nehmen diese Erkenntnis mehr und mehr zu. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Und auch hier benutzt er wieder das Wort Ginosko. Auf Gott bezogen. Aber Mensch, Gott weiß doch sowieso alles. Wie kann man hier dieses Wort auf Gott beziehen? Nun, er weiß nicht alles über Sie. Schauen Sie, in dem Maße, wie Sie Gott mehr und mehr gehorsam sind, in dem Maße erkennt Gott mehr und mehr Ihre Persönlichkeit. Er erkennt mehr und mehr, wie Sie leben werden, in gewissen Positionen, in gewissen Umständen. Als Abraham willens war, seinen Sohn zu opfern, da sagte Gott, nun weiß ich, dass du mir in allem gehorsam sein wirst. Schauen Sie, Gott muss Sie kennenlernen. Und er lernt Sie dadurch kennen, indem er sieht, wie Sie Ihr Leben gestalten. Und er benutzt hier diese Aussage, indem er sagt, nun, wir erkennen mehr und mehr, dass wir aus der Wahrheit sind, indem wir mehr und mehr die Wahrheit leben. Und im gleichen Umfange, wie wir dies tun, erkennt Gott mehr und mehr etwas über uns. Und deswegen gebraucht Johannes in beiden Fällen das Wort Ginosko. In Kapitel 4, die Verse 2 und 3. 1. Johannes 4, die Verse 2 und 3. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ginosko. Man erkennt ihn mehr und mehr. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, dass er in das Fleisch gekommen ist, schauen Sie, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Und er ist immer noch in der Welt. Schauen Sie, man erkennt mehr und mehr, wo die wahren Diener Gottes sind. Man erkennt mehr und mehr, wer vom Geist Gottes inspiriert lehrt und wer Dinge lehrt, die nicht der Wahrheit entsprechen. Das ist ein Prozess. Deswegen sagt uns ja auch Gott, wir sollen die Geister prüfen, ob sie von Gott sind. Wir wachsen mehr und mehr in dieser Erkenntnis. Und ein Merkmal, um erkennen zu können, ob jemand ein wahrer Diener Gottes ist oder nicht, besteht darin zu sehen, ob diese Menschen lehren, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist oder nicht, dass er Fleisch wurde oder nicht, dass er im Fleisch die Sünde überwand, dass er im Fleisch kam, um für uns zu sterben. Und wie ich sagte, es gibt da Variationen. Einige geben das in gewisser Weise zu, wissen nicht so recht, wie sie das verstehen sollen, sagen dann aber auch, ja nun, Gott ist ja eine Dreieinigkeit, der besteht immer aus Vater, Sohn, Heiliger Geist. Also als Christus starb, der Sohn Gottes, der war dann nicht wirklich tot, weil der Sohn war ja nach wie vor im Himmel. Und aller Blödsinn wird hier von sich gegeben. Und damit wird das Opfer Jesu Christi geleugnet. Jesus Christus starb für unsere Sünden. Der war tot. Und er wäre tot geblieben, wenn Gott der Vater ihn nicht auferweckt hätte. Schauen Sie, das ist der Geist des Antichristen und das ist der Geist Gottes. Und Sie müssen sich entscheiden, wem wollen Sie glauben. In 1. Johannes Kapitel 4, und Vers 6, da sagt Johannes, wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht.
Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. In allen Fällen wird wiederum hier das Wort Ginosko gebraucht. Er fährt fort in Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer ihn liebt, der ist von Gott geboren, besser gezeugt. Die Zürcher Bibel und die Menge Bibel übersetzen beide gezeugt und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Schauen Sie, auch das erkennt man mehr und mehr, deswegen gebraucht er hier das Wort Ginosko wieder im Griechischen. Man erkennt dies mehr und mehr. Ein Prozess wird hier zum Ausdruck gebracht. Indem wir andere mehr und mehr lieben, erkennen wir mehr und mehr Gottes Natur. Denn Gott ist die Liebe. Bei Gott gibt es keinen Hass, schauen Sie. Nun, er hasst den sündhaften Weg, er hasst alles, was böse ist, aber Gott liebt uns. Er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, für uns zu sterben, sodass wir nicht sterben müssten, sondern ewiges Leben haben könnten. Und so müssen wir eben auch diese Liebe Gottes in unserem Leben deutlich machen. So wie wir leben, wird das unter Beweis stellen, ob wir wirklich Gottes Kinder sind, ob wir wirklich Gott lieben und den Nächsten lieben wie uns selbst. Oder ob alles das, was wir so von uns geben, letztendlich nur Trug und Lug ist. In 1. Johannes 4 und Vers 13. Daran erkennen wir. Auch hier wiederum wird das Wort Ginosko gebraucht. Ein Prozess wird angedeutet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Heiligen Geist gegeben hat. Schauen Sie, der Geist kann keine Person sein, denn Gott hat uns von seinem Geist gegeben. Aber daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben. Wenn wir erkennen, dass Gottes Geist in uns wohnt. Nun, davon müssen wir mehr und mehr überzeugt werden. Und wenn wir da Zweifel haben, dann ist es höchste Zeit, dass wir uns an Gott wenden, damit diese Zweifel beseitigt werden. Paulus sagt, prüfet euch und seht zu, dass ihr wirklich in Christus seid. Ihr Leben hat eine Menge damit zu tun, so wie sie leben. Ob Gottes Geist wirklich in ihnen ist, ob sie wirklich in legitimer Weise zu dem Schluss kommen können, dass der Heilige Geist Gottes in ihnen wohnt. In 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 16. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Wir haben dies erkannt, die Erkenntnis. Der Prozess der Erkenntnis wird hier angesprochen. Wir haben dies mehr und mehr erkannt, dass Gott Liebe ist und dass Gott uns liebt. Das ist auch nur durch Erfahrung möglich. Das hat man noch nicht erkannt in dem Augenblick, wo man von Gott gezeugt wird, als ein Kind Gottes. Das kommt mit Erfahrung. Wir erfahren in unserem Leben mehr und mehr, dass Gott uns liebt. Und je mehr wir uns ihm unterordnen, je mehr wir seine Liebe in uns anderen gegenüber zum Ausdruck bringen und Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, umso mehr erkennen wir die Liebe Gottes, die in uns wohnt, die er zu uns hat. In Kapitel 5 und Vers 2, 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 2, daran erkennen wir, auch hier wiederum wird das Wort Ginosko gebraucht, wir erkennen dies mehr und mehr, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Die Umkehrung ist auch richtig. Wenn wir Gottes Gebote nicht halten, dann lieben wir Gott nicht. Und dann lieben wir auch Gottes Kinder nicht. So einfach ist das, wenn man nur glauben möchte, was hier geschrieben steht. Aber als wahre Christen erkennen wir mehr und mehr, was die Liebe Gottes ist. Wir erkennen mehr und mehr, dass wir Gottes Kinder sind. Woran erkennen wir es?
Weil wir Gott lieben und seine Kinder. In 1. Johannes 5 und Vers 13 heißt es dann, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Hier benutzt er das Wort Oida. Auch hier wiederum, da darf kein Zweifel bestehen, dass ihr das ewige Leben habt. Dass Gottes Geist in uns wohnt. Darauf kommt es an. Die Prüfung muss erfolgen. Aber sie muss zu dem Ergebnis kommen, dass wir Gottes Geist in uns haben. Denn wenn wir Gottes Geist nicht in uns haben, sind wir keine wahren Christen. Woran erkennen wir zunächst einmal, dass wir Gottes Geist in uns haben? Weil wir an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Weil wir daran glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass unsere Sünden vergeben worden sind, dass wir getauft worden sind in seinen Namen, dass uns der Heilige Geist gegeben worden ist, dass es keinen anderen Namen unter dem Himmel gibt, durch den wir gerettet werden können, als alleine der Name Jesu Christi. Und da darf keinerlei Zweifel bestehen, dass dies so ist. In Kapitel 5, die Verse 14 und 15. 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 14 und 15. Das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, und hier gebraucht er das Wort Oida, vollständig, total davon überzeugt sind, wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, und auch hier wiederum, das Wort Oida hat die totale, vollständige, unzweifelhafte Überzeugung. So wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Schauen Sie, absolutes Wissen wird hier angesprochen. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns, es ist unsere Zuversicht. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, keinerlei Zweifel, so wissen wir auch, keinerlei Zweifel, dass wir erhalten werden, worum wir gebeten haben. Nun, wie kann Johannes das sagen? Nun, er hat Folgendes gesagt, wenn wir zurückgehen zu 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 22. Da hat er nämlich gesagt, was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Das geht wiederum Hand in Hand. Wenn wir Gottes Gebote nicht halten wollen, wenn wir nicht tun wollen, was vor Gott wohlgefällig ist, und Gott hat uns gesagt, in seinem Buch, was bei ihm wohlgefällig ist, dann können wir natürlich auch nicht die Zuversicht haben, dass Gott uns hört und dass er unsere Gebete beantwortet. Aber wenn wir etwas bitten und wenn wir in dem richtigen Verhältnis zu Gott uns befinden, wenn wir uns bemühen, seine Gebote zu halten, wenn wir uns bemühen, das zu tun, was in seinen Augen wohlgefällig ist, dann müssen wir die absolute Überzeugung haben, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten. Jakobus sagt, wer zweifelt, der glaube nicht, dass er irgendetwas von Gott empfangen werde. Zweifel ist der Tod des Glaubens. Johannes spricht hier von dem absoluten Wissen, der absoluten felsenfesten, zweifelsfreien Überzeugung, dass Gott uns geben wird, um was wir ihn bitten, zu seiner Zeit. Und immer natürlich im Hinblick auf seinen Willen. Das müssen wir immer begreifen. Es geht natürlich immer um den Willen Gottes. Manchmal bitten wir ihn um etwas, was für uns aber nicht gut ist. Und Gott weiß das, wir müssen das verstehen. Aber wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, wie es heißt, müssen wir die felsenfeste Überzeugung haben, dass Gott uns unser Gebet beantwortet. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 18. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Nun, wie ich sagte, im Griechischen steht für das Wort geboren das Wort genau. Und das kann gezeugt bedeuten, das kann aber auch geboren bedeuten. Es kommt also auf den Zusammenhang an. Und in dieser Stelle hier
geben beide Möglichkeiten, beide Variationen Sinn. Zunächst einmal, wenn man das so liest, wie es hier Luther übersetzt hat: Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Wenn wir von Gott geboren sind, wenn wir wiedergeborene Mitglieder der Familie Gottes sind, dann können wir nicht mehr sündigen. Gott kann nicht sündigen. Und so ist von daher diese Aussage sehr richtig. Wir wissen das. Oida wird hier gebraucht. Dass wenn wir Gott sind, dann können wir nicht mehr sündigen. Sondern wer von Gott geboren ist, der wird bewahrt. Der böse Satan, der Teufel, der kann ihm nichts mehr anhaben. Man kann das so übersetzen. Aber andere Übersetzungen haben dies ein wenig anders hier. Ich möchte zunächst einmal aus der Mengebibel vorlesen, in 1. Johannes Kapitel 5 und in Vers 18. Und da heißt es hier: Wir wissen, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht sündigt. Mit anderen Worten, nicht den Weg der Sünde weiterhin geht. Sondern wer aus Gott erzeugt ist, bewahrt sich. Und der Böse tastet ihn nicht an. Und Menge gibt dann auch in der Anmerkung die folgende Äußerung, man kann auch übersetzen, sagt er hier: Der hält fest an ihm, das heißt an Gott und sein Wort. Und er kann auch wie folgt übersetzt werden hier diese Stelle: Sondern der aus Gott Geborene, das heißt Jesus, bewahrt ihn. Schauen Sie, wer aus Gott gezeugt ist, der sündigt nicht, der praktiziert nicht den Weg der Sünde, weil nämlich Jesus Christus, der aus Gott geboren ist, der ist der Erste und Einzige zur Zeit, der wiedergeboren wurde, weil er jetzt Gott ist, der bewahrt ihn. Also diese Möglichkeiten haben durchaus hier eine Funktion. Die Zürcher Bibel, auch das kurz noch zu erwähnen, in 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 18, ich möchte das auch lesen, wie die das übersetzen. Das heißt hier in 1. Johannes 5, Vers 18 der Zürcher Bibel: Wir wissen, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht sündigt, sondern die Zeugung aus Gott bewahrt ihn und der Böse rührt ihn nicht an. Auch dies zeigt, dass das Wort genau im Griechischen sowohl Zeugung als auch Geburt bedeuten kann. Und es kommt eben auf den Zusammenhang an, wie man eine Stelle verstehen will. Letztendlich wissen wir alles das. Wir wissen, dass wenn wir aus Gott gezeugt sind, wir nicht weiterhin den Weg der Sünde gehen können. Wir wissen auch, dass wenn wir aus Gott geboren sind, wir nicht mehr sündigen können. Und weil wir ja so werden sollen, wie Gott ist, müssen wir uns heute bereits schon bemühen, den Weg der Sünde abzulegen. Das müssen wir wissen, da darf es keinerlei Zweifel daran geben. Zurückkehrend jetzt zu der Lutherbibel, lesen wir 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 19. 1. Johannes 5 und Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Auch hier wird wiederum das Wort Oida gebraucht. Wir haben die absolute, totale, feste Überzeugung, die Zuversicht, das totale Wissen, dass wir von Gott sind, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Und die ganze Welt liegt im Argen. Wissen wir das, meine Damen und Herren? Wissen wir, dass Satan die ganze Welt verführt hat? Wissen wir, dass Satan der Herrscher dieser Welt ist? Wissen wir, dass diese Welt im Argen liegt? Wissen wir, dass Gott uns sagt, kommt heraus aus dieser Welt? Wissen wir, dass Jesus Christus gesagt hat, sie sind nicht von dieser Welt? Wissen wir das? Oder meinen wir könnten durch Bundestagswahlen und Wahlen von politischen Kandidaten aus dieser Welt eine bessere Welt machen? Verstehen wir, dass dies nicht Gottes Welt ist? Verstehen wir, dass wir heute Botschafter Jesu Christi sind, die eine bessere Welt repräsentieren, die Welt von morgen, die Welt, die kommen wird, wenn Christus zurückkommt, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten? Es ist nicht die Aufgabe eines wahren Christen, aus dieser Welt eine bessere Welt machen zu wollen. Wie kann man die Welt Satans verbessern wollen? Es geht darum, den Weg Gottes zu repräsentieren, wie man leben soll als ein Christ in einer gottfeindlichen Welt und wie wir uns vorbereiten können auf das Reich Gottes, das hier auf Erden errichtet werden wird, wenn Christus zurückkommt. Johannes sagt, das wissen wir. Wissen wir das wirklich oder haben wir da irgendwelche Zweifel? In Vers 19, 1. Johannes 5, und Vers 19, das haben wir gerade gelesen. Lesen wir jetzt weiter in Vers 20. Wir wissen aber, auch hier wiederum das Wort Oida, dass der Sohn Gottes gekommen ist,
und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Hier wird jetzt das Wort Gnosko gebraucht. Wir erkennen ihn mehr und mehr. Wir wissen ohne allen Zweifel, dass Christus gekommen ist und uns den Sinn dazu gegeben hat, das Herz dazu gegeben hat, das Verständnis dazu gegeben hat, Gott den Wahrhaftigen mehr und mehr zu erkennen in unserem Leben. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Christus Jesus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und dann sagt er, Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Auch hier müssen wir wissen, dass Christus gekommen ist, um uns Erkenntnis zu geben. Und wir müssen mehr und mehr erkennen, was die Erkenntnis Gottes ist in unserem Leben. Und wir können dies nur dadurch tun, dass wir mehr und mehr Gott und seinem Gesetz gehorsam sind. Mit dem Gehorsam kommt mehr und mehr Erkenntnis. Schauen Sie, wir sollten nicht meinen, dass Gnostizismus heute nicht mehr existiert. Der besteht nach wie vor, sogar in der Kirche. Und wir müssen uns sehr dafür hüten, dass wir diese falschen Konzepte nicht in uns aufnehmen. Ich möchte zum Abschluss einige Stellen aus dem Johannesevangelium lesen. Zunächst einmal in Johannes Kapitel 13 und Vers 35. Johannes Kapitel 13 und Vers 35. Da heißt es hier, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hier benutzt ihr das Wort Gnosko. Die Menschen werden dies mehr und mehr erkennen, in dem Maße, wie wir mehr und mehr Liebe unseren Geschwistern gegenüber erweisen. Wenn wir unseren Geschwistern keine Liebe erweisen, dann werden die Menschen auch nicht erkennen, dass wir wirklich die Jünger Jesu Christi sind. Wir können das sagen, so lange und so oft, wie wir wollen. Ja, ich bin ein Christ. Beweisen wir durch unser Leben, dass wir wirkliche Christen sind? Nicht durch unsere Worte, nicht durch die Bemühungen, andere belehren zu wollen, sondern durch unsere Taten, durch unsere Lebensweise. Dann werden die das von ganz alleine erkennen. Und wenn sie das erkennen, dann werden sie vielleicht auch beginnen, sich dafür zu interessieren, was ihre Lebensweise ausmacht, wieso sie so leben, wie sie heute leben. Vor allen Dingen, wenn sie früher nicht so gelebt haben. Christus sagt, daran wird jedermann erkennen, der mit ihnen in Kontakt kommt, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Frage müssen Sie sich natürlich stellen, erweisen Sie Ihrem Bruder, Ihrer Schwester, Ihrem Nächsten Liebe? Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und dann zum Schluss noch Johannes Kapitel 13 und Vers 17. Wir haben heute viel gelesen über das, was Christus und Jesus Christus und Gott der Vater von uns erwarten. Wir haben dieses Wissen erlangt. Die Frage ist, was tun wir damit? Wollen wir wie die Gnostiker leben, die Wissen haben oder meinten, Wissen zu haben? Und dieses Wissen hat ja keinerlei Anwendung, keinerlei Bedeutung für ihr tägliches Leben. Schauen wir uns Johannes Kapitel 13, Vers 17 an, was Christus hier sagt. Johannes 13 und Vers 17. Wenn ihr dies alles wisst, und hier gebraucht ihr das Wort Oida, das absolute, totale, vollkommene Wissen. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.